Hallo Felix. Hallo Lukas. Felix, wir waren ja nun bis heute Morgen quasi, also bis gestern Abend gemeinsam in St. Peter-Ording. Ja. Ganz viel geprobt. Wie fandst du uns denn so? Super, wie immer. Ich fand euch sehr spaßig heute, diesmal wieder. Spaßig? Ja. Reicht dir das, spaßig sein? Komm, fang noch mal an. Ich bin bei Lukas in der Aufnahmekabine, allerdings nicht allein. Das Ding ist, so groß ist die Kabine gar nicht. Ich bin ein schlechter Mensch oder was? Nee, gar nicht. Es ist einfach nur eng und sehr warm. Was meinst du? Wir wollen jetzt nämlich zu dritt was aufnehmen. Lukas, du hast einen sehr schönen Hinterkopf. Dankeschön. Aber wer ist denn da draußen eigentlich? Wer ist denn da? Hallo, Herr Produzent? Wer zuerst pupst, fliegt raus. Wie denn? So ist das in St. Peter-Ording morgens um 8. Sind ganz schön verstrahlt, weil wir nämlich viel getan haben, ja, in den letzten Tagen. Ja, richtig schöne, intensive Tage. Felix war da. Und wir haben an neuen Sachen geprobt. An neuen Sachen geprobt. Neu. Wir sind in St. Peter-Ording und haben die erste richtig knallige Probenphase mit Felix Povrosilo. Für den Fall, dass die Probenarbeit jemanden einfach an seine Grenzen bringt, haben wir schon mal alles vorbereitet. Und dann ist noch was. Eine Runde rum. Amen. Hallo Felix. Hallo Lukas. Na? Na? Wieder gut zu Hause angekommen? Ja. Okay. Immer noch müde, aber... Ja. War eine gute Zeit, ne? Ich darf dich nicht angucken. Das war eine gute Zeit, ja. Es war anstrengend und intensiv, aber sehr, sehr lustig, viel gelacht und auch viel geschafft, würde ich sagen. Mhm. Was waren jetzt von den... wir haben, glaube ich, miteinander so 5, 6 neue Songs. Mhm. Nicht geschafft, aber ist doch weit gekommen. Was war so denn dein Lieblingssong von denen? Kannst du das sagen? Ja, doch, Kreation. Kreation. Mhm. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ha! 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 Also überhaupt, ich finde das sehr amtlich, was der Olli da diesmal geschickt hat. Findest du das in irgendeiner Weise anders als Systemfehler? Ja, also es entwickelt sich schon irgendwie weiter. Es wird, also die Anteile, die wirklich so substanziell sind, also wo Olli auch wirklich eine Aussage mitmachen möchte, die, finde ich, werden größer, weil die auch bei Systemfehler schon absolut vorhanden waren. Backen, backen, nur mit dem Besten, die sind backen. Backen, backen, mal fesseln, sämtliche Backen. Backen, backen, geh weg mit deinen Salaten. Ofen an die Ragamuffin-Party kann starten. Bei der neuen Choreo von Ragamuffin hat sich Felix von Seed inspirieren lassen. Und das könnte für uns durchaus noch eine spannende Nummer werden, denn in der neuen Show tragen wir echt enge Hosen. Backen, backen, die Töckels trägt in die Formel. Backen, backen für Muffins, die jeden Raum sprengen. Backen, backen, die Ofentür sagt nach vorne stehen. Muffins rein, Ofen zu, dann heißt es warten. Ein Stück, das wir in St. Peter-Ording geprobt haben, heißt Meine Klavierlehrerin. So im Comedian-Harmonist-Style, so ein bisschen so 20er-Jahre mäßig. Sau schwere Choreo. Unfassbar, was Felix uns da wieder an Schritten auf die Nase gebunden hat. Und wir mussten das wieder. Und wieder. Und wieder. Und immer wieder. Und noch einmal üben, damit es überhaupt was wird. Die Wahrheit mehr darin,
dass ich darum mich schwer umhin am Ende einer Ära bin, der Ära. Was im Arbeiten mit Felix immer echt fies war, dass er uns von den neuen Stücken die Solo-Phrasen hat singen lassen. Und dann sollten wir die einfach nur sprechen und dann auch noch in eigenen Worten wiedergeben. So eine Übung aus dem Schauspiel. Und die ist echt fies, weil man sich da so mega nackig fühlt im Scheinwerferlicht. Aber zum Glück ist man nicht nackig. Man fühlt sich nur so. Ich muss dazu erzählen, ich war 86 mal auf Ostsee auf dem Kutter mit bei, weil mein Onkel da hergegangen. Und dann muss ich, da wurde mir so richtig, also ich hatte es über Bord. Also ich musste kotzen, ja, auf Deutsch gesagt. Und deswegen mit dem Segeln, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Schon wenn jemand anders segelt, das klappt nicht. Gerade mit Ekel, geschweige Ekel. Ja. Und dann, ja. Kannst du die ganze Geschichte eigentlich durcherzählen bis zum Ende? Das dauert nicht mehr. Hat aber den großen Vorteil, dass man hinterher den Text einfach noch stärker fühlt. Und im besten Fall auch das Publikum den Text besser transportiert fühlt. Wir werden sehen, ob das funktioniert hat. Also ich würde mal wagen zu behaupten, dass es auf jeden Fall eins eurer 8 besten Programme wird. Boah. Lehnt sich aus dem Fenster. Ja, aber vielleicht auch das Beste. Jetzt fahren wir nach Hause. Ja. Chillen ein bisschen. Naja. Lassen wir es mal setzen und hoffen, dass da irgendwas noch hängen bleibt für die nächsten Monate. Fertig. Kannst ausmachen. Tschüss. Tschüss. So, hier kurz hinterm Deich läuft das alles ein bisschen ruhiger, ne? Ja. Meine Güte. Deine Arschruhe, ey.